Immer noch nicht ran. Wir sind wieder im Darm. Okay. Oh, man sieht hier natürlich gar nichts, ne? Man sieht hier überhaupt gar nichts. Mann, Mann, Mann. Okay. Aber wahrscheinlich muss das hier rein, ne? Ah! So, gut. Jetzt geht's los, oder? Natürlich ein bisschen aus wie die Nightmare-Knarre, ne? Mit der Sonne im Haufen. Nein! So, ja. Mann, jetzt! Oh, jetzt lässt er mich aber auch nicht. Den Klops hier fertig. So, Jack. Der klaut nämlich immer meine Dingsanzeige. Komm, Alter. Ach komm, ey, das gibt's doch gar nicht. Nein! Ah. Oh, leck mich ein. Nein, ich will den Scheiß nicht aktivieren. Oh Mann, ey. Es war so knapp, Leute. Mann, das kann doch gar nicht wahr sein, ey. Was denn, wer hat denn überhaupt solche Herzen? Was ist denn da rummachen wir hier? Oh, hier. Yeah.
erkenne ich dann, dass er manchmal den Laser macht und manchmal nicht. So eine Rotze, ne? Ich hoffe, dass das jetzt mal reicht. Ja, der hat schon wieder die Grüne weggesnackt, ne? Das war jetzt zum Heimbauer. Alter Schwede, Mann! The ones cried out in fear this town. So ein Drecksau, ne? Ein Drecksau. Aber ein erfolgreicher, ne? Ist auch immer ein geil. A foundation that brought out fear. Fear. Yes. Fear. Can't you feel it? The rage and agonies of the people. Those who were confined here, with their desires for evil being unfulfilled. It was all because Sparta slammed the door to the demon world in their faces. What's wrong? Nothing. Tag 9 oder so, glaube ich. Ja, die Zeit war halt schlecht, weil ich ewig rumgesucht habe. Und ich habe ja auch sowas Blaues auch noch vergessen, daher weiß ich noch nicht mal, ob das... Also jetzt wird er mich wahrscheinlich auch schon. Oder er holt einfach den Mond an, kann er ja auch machen. Er kann ja machen, was er will. Fall auf den Turm. Aber nein. Ja, und da sieht man halt wirklich die PlayStation 2 Grafik. Damals war es noch ein Hingucker und heutzutage kriegst du fast schon Augenkrebs. Weil man halt einfach Besseres gewohnt ist, ne? So, und ich glaube, der kommt aus dem Auge, möchte ich meinen. So this is the next stage. Wait! If you're asking for a date, forget it. Because I make it a point not to go out with women who shoot me in the head. Date a demon? I'm not that desperate. Besides, I really don't care for guys who stink like blood. You're right. Ah, yeah. So, tell me, what's your name? I don't have a name. Okay, then what should I call you? I don't care, whatever you want. Whatever, lady. Ja, und seitdem heißt sie Lady. Seitdem heißt sie nur noch Lady. Because I don't want to miss the party. Who counted on?
Wer würde dich denn schon auf dich verlassen? Verblasse Erinnerung und taufen sie die Zauberin des Abgrunds mit einer Klinge. Ah, jetzt kommt das mit der Vampir-Lady. Jetzt kommt das nämlich mit der Vampir-Lady. Und da kriegen wir nämlich eine neue Waffe, und zwar die Gitarre. Die eigentlich ist sie seltsam, aber ich sag mal so, die haut auch krass rein. Sie kann nämlich irgendwas mit Elektrizität machen. Oder die kann Blitze erzeugen und sowas. Eigentlich ganz praktisch. Aber wir schauen mal. Oder war das eine Spinnalte? Eine Spinnfrau oder ein Vampir? Eins von denen. Aber kann auch eine Spinne gewesen sein. Ich hab den Vampir. War eine Spinne, glaube ich. Ja, dann ist es eine Spinne gewesen. So, wir haben natürlich neue Gegner. So, und die hauen natürlich ordentlich hier rein. Feuer ist natürlich immer gut. Oh, wo ist der andere? Da sollte man natürlich ausweichen. Ne? Ah, schön durchgeteilt. Das wusste ich noch nicht, dass sowas geht. Was? Man die kleinen. Ja doch, die konnte man auch zerstören. Gut. Ich dachte mir schon, irgendwas war noch auch mit den ganzen Kleinspinnen. Da war aber nichts, ne? Nee. Okay. Ah, die ganzen Typen eingesponnen, ne? Also die Locations sind ja immer ganz witzig, ne? Aber es ist halt. Naja. Es ist halt manchmal sehr seltsam. So, okay. Ja, ihr kennt es natürlich, ich schaue natürlich immer erstmal alles ab. So, da müssen wir auf alle Fälle irgendwas machen. Strahlen Sie das in der Tiefe versunkene Bild an, um einen neuen Weg zu öffnen. Na klar. So, okay, wir müssen die Spiegel natürlich umstellen. Warte mal. Okay, aber okay, das gibt keinen Sinn, was ich gemacht habe. So, okay. Wartet mal. Aha. Zwei Dinger wegsnacken und dann war's das. Gut, das war ja nicht sonderlich schwierig, das Rätsel. Haben wir hier ganz schnell überlegt. Nicht so schwer. Aber Devil May Cry ist halt wirklich nicht bekannt für seine krassen Rätsel. Muss man sagen. Breakdown! Findest du? Also eigentlich ist es schon ganz witzig. Breakdown. Breakdown. So, was ist das hier? Ja, die Kamera ist wirklich. Ey. Ja, das hatte in den früheren Spiele von Capcom, zum Beispiel auch mit Resident Evil 1 und 2 und so. Das haben die nie gebacken, die Kriegsverkommen, ne? Ja.
hätte gleich hinter gleich rauf. Scheiß was. Wir werden hier nicht bezahlt. Ach komm schon. Ah, das war so klar, ne? Wenn ich dann natürlich typisch bei Ante, ne? Ja, dann kriegen natürlich Schaden, ne? Das ist so klar, ne? Schön in die Schnauze. Ist halt scheiße gemacht, ne? Wenn man da rankommt, dann kriegt man halt Schaden, das ist halt immer blöd. Okay, da unten haben wir wieder irgendeinen Richter, wo wir was machen müssen. Ah, guck mal, hier drüben ist was. Sonst auch nichts. Ah ja. Ah, guck mal da. Geht's noch höher ein bisschen? Ja, warum haben sie das gemacht, ja? Ich weiß nicht, ob es noch höher geht. Nee, ich glaube nicht. Gut. Ja, kann man auch nichts machen. Was ist das? Hier steht, der heilige Energie der Maske wiederhergestellt hat die Macht, Meere zu teilen. Ja klar. Ach so, um da reinzukommen, brauchen wir diese Macht. Okay, alles klar. Ach, ich hab's doch eigentlich was geschafft. Was ist das denn? Ach so, da brauchen wir diese Gitarre. Jetzt können wir nämlich diesen Richter gar nicht machen. So, wir können aber... Wir gucken da hinten auch gleich nochmal. Wir müssen mal hier kurz hoch. Ah, guck mal. Spiral, schöne panzerbrechende Kugeln. Ah, das ist ja genial. Panzerbrechende Kugeln. Das macht sie wahrscheinlich richtig bemerkt gleich. Okay, da kann man nicht runter. Panzerbrechende Kugeln. Ach, da kommen wir nicht mal hin. Was ist das denn für ein Scheiß? Okay, da müssen wir hier rein. Aber wir können ja auf alle Fälle diese Knarre auswählen. Wenn mich dieser... Er hat doch Ausrüstung, das ist doch... Artemis. Ach, wir haben schon eine andere Knarre. Eine Schusswaffe aus der Dämonenwelt, die Pfeile mit konzentrierten Dämonenenergie abfeuert. Ach stimmt, da brauchen wir diese... da brauchen wir aber Energie immer. Also da wird unsere Devil-Anzeige immer leer gemacht für jeden Schuss, das ist halt echt blöd. Ist ja nicht doch.
Ich dachte, panzerbrechende Kanonen hier, Kanonenkugeln und so weiter. Panzerbrechend, die müssen reinzimmern. Das scheint einfach nur ein Snipergewehr zu sein oder sowas. Thank you.